Yo, Leute, was geht ab? Euer Dani hier wieder am Start und heute kommt mal wieder ein neues Video und zwar werden wir heute mal wieder ein geiles E-Bike zusammenbauen und zwar haben wir hier das Hemiway Cruiser Bike. Von Hemiway hatte ich schon mal ein Fahrrad, mega geile Dinger, kann man auch online nachgucken, die haben echt gute Bewertungen, gibt es bei Kaufland und was weiß ich überall zu kaufen. Ist eine gute Alternative zu teuren Marken, also richtig guten Markenprodukten, da legt man ja richtig Asche in für so ein E-Bike. Das E-Bike gibt es schon für 1600 Euro. Nagelneu. Wir packen das jetzt mal aus, bauen es zusammen und werden auf jeden Fall eine kleine Runde damit fahren. Ich bin schon gespannt. So, als allererstes gehen wir mit dem scharfen Messer hier rum. Zack, zack, zack. So, aber diesmal habe ich vorgesorgt, weil letztes Mal ging das Paket ja auch schon so schwer auf. Diesmal habe ich gleich eine Zange mitgebracht. Das gibt's doch nicht. Letztes Mal haben Lemke und ich uns einen abgewürgt, um diese Klammern hier rauszukriegen und jetzt. Ja. So, hier haben wir das gute Stück wieder. Sehr edel. Und man darf nicht vergessen, stand das hier oben drauf? Ja. Wir haben hier nämlich natürlich auch ein Fatbike. Das heißt, mit so richtig schönen, dicken Reifen. Sieht nicht nur optisch gut aus, sondern ich finde, bei Fatbike-Reifen ist einfach so, durch diese dicken Reifen hat man immer ein bisschen extra Federung. Ne? Also sie lassen sich sehr schön fahren, finde ich. Ich bin hier vor kurzem bei Sebastian, die Fantic Bikes. Da bin ich auch das Fatbike mal Probe gefahren. Ist geil. So, hier haben wir mal Plaste drin. Also ich muss sagen, ich kann es hier mal reinfüllen. Es ist auf jeden Fall sehr gut verpackt. So. Ja, ich werde für euch kurz erstmal raus. Und dann verschaffen wir uns mal einen Überblick. Natürlich mächtig der Reifen, ne? Wenn man mal so guckt. Sehr geil. Hier mal Schutzblech für vorne. So. Eins, zwei. Ich glaube, das Fahrrad wiegt um die 40 Kilo. So. Gehen wir direkt mal reingucken, was hier noch so drin ist. Zack, zack. So, ja, oh. Eine Cap. Schon mal eine Cap haben wir hier. Hier ist für die Vorderradfelge Fußrasten. Werkzeug. Hier wird bestimmt das Ladegerät drin. Sehr schön. Und einmal eine Anleitung. Top. Hier stehen noch ein paar Infos drin. Wir haben ja auf jeden Fall, das ist schon mal, das sieht man, dass Qualität ist von Samsung, eine Batterie drin mit 17,5 Amperestunden. Ein 250 Watt Motor, sehr schön. 7 Speed Shimano Gangschaltung, 25 km/h Top Speed, also damit ist das Fahrrad auch legal. Ja, Charging Time, also Ladezeit 6 bis 9 Stunden. Ach da, hier steht sogar das Gewicht drin. 32 Kilo wiegt das Fahrrad. Ja, gut. Bauen wir es mal zusammen. So, und dann können wir mal alles abknipsen hier. Schön vorsichtig, dass wir keine Macken dran machen. Hier können wir gleich jetzt Mülltüte nehmen. Als erstes montieren wir jetzt erstmal den Lenker. So. Okay, ich muss leider doch die Schraube ganz rausmachen. So sieht das aus. Also ich finde, sieht gut aus in Schwarz. Hier hinten auch mit dem Holzbrett. Finde ich eine feine Sache. Bringt nochmal ein bisschen Optik rein. Akku kann man ganz normal rausmachen mit Schlüssel hier. Zack. Kann man rausmachen. Licht haben wir auch. Zack. Vorne einmal LED. Finden. Auch ein Rücklicht. Ja. Fünf Stufen haben wir hier, also fünf Fahrmodis. Zack, kommen wir hierher. Und was mir gerade auffällt, das Fahrrad fährt zwar nur 25 km/h, aber wir haben hier trotzdem wieder einen Gashahn dran. Zur Unterstützung. Ja, Shimano Gangschaltung, das machen wir mal ab hier. Oh, ich würde mal sagen, ich fahre jetzt einmal kurz hier den Berg mal runter und mal wieder hoch. Ne? Ja.
Also ganz easy fahre ich hier den Berg hoch. Also ich muss ehrlich sagen, das Fahrrad lässt sich echt gut fahren und der Motor hilft gut mit auf Stufe 5 auf jeden Fall. Griffe, ja, hier, wenn man sieht, richtige Ledergriffe haben halt ihr eigenes Design, finde ich. Aber ich finde, die sitzen echt gut in der Hand. Tacho auch groß genug. 0,6 Kilometer haben wir bis jetzt runter. Wie gesagt, 5 Stufen, zack. Stufe 4, 3, 2, 1 reinmachen. Jetzt haben wir Info. Ach, da kann man hier unten noch andere Sachen einstellen. Maximalspeed war 31,5 km/h. Mhm. Ja, sehr schön. Ansonsten, ja, hinten könnte man noch einen Korb drauf machen. Hier vorne habe ich auch schon gesehen, auch noch mal eine Montage für einen Korb vorne hier dran zu machen oder für eine Trinkflasche. Ich sag mal, gerade interessant. Ja, ich sag mal, wenn man mit einkaufen fahren will. Also, es ist halt nun mal so, man muss es einfach immer wieder sagen, die Spritpreise explodieren. Ich habe es erst gestern Morgen wieder gesehen, um 6 Uhr morgens der Spritpreis an Aral 2,26 Euro für Diesel. Ich spiele auch immer mit dem Gedanken, mir ein E-Bike zu holen. Vielleicht behalte ich das ja auch einfach, um damit zur Arbeit zu fahren, weil ich fahre nur 5 Kilometer bis zur Arbeit. Ich sage mal, da reicht so ein Fahrrad vollkommen hin, da brauche ich kein Mountainbike, was 5.000, 6.000 Euro kostet, sondern hier bin ich mit 1,6, habe ich ein vernünftiges Fahrrad, was ausreicht, einfach um zur Arbeit zu fahren, hin und zurück. Wie gesagt, ich kann mir hinten noch Taschen oder so drauf machen, wo ich mir Trinken, Essen reinpacken kann, noch eine Jacke. Und das reicht einfach dafür aus. Ne? Ich sag mal, 1,6 bei den Spritpreisen hat man schnell wieder drin, wenn man einen kurzen Arbeitsweg hat. Ja, ansonsten ein schönes Bike, aber ich werde dafür, ich setze jetzt mal meinen Helm auf und dann driven wir mal eine Runde. So, machen wir es mal an. Ja, machen wir mal Stufe 3, sollte reichen. So. Radeln wir mal los hier. So, ich will auch mal wissen, wenn wir jetzt, wir machen jetzt mal auf Stufe 5. Ich will wissen, ob der Motor wirklich ab 25 km/h aufhört mitzuhelfen. Und ja, man merkt, ab 25 km/h regelt der Motor massiv runter. Dafür, dass hier echt ein mega unebener Weg ist, lässt sich das hier einfach echt bequem fahren. Also Stufe 5 ist echt angenehm, ne? Ja, das ist das Geile bei den Bikes mit den fetten Reifen. Die federn einfach so enorm mit. So, hier eine starke Ansteigung. Sind wir ohne Probleme hochgekommen. So, durch den Schlamm wollen wir jetzt nicht direkt fahren. Ja, crazy Erfahrung, welche Kids mit so E-Scootern rum. So. Huh. So, hier fahren wir ein bisschen langsamer durch. Wir wollen ja nicht gleich das neue Fahrrad hier richtig einsauen. Auf Feldwege lässt sich das Fahrrad sehr gut fahren. Jetzt fahren wir mal ein Stück Straße. Federung. Also Federung ist auch voll in Ordnung, finde ich. Ich finde das immer das Krasse bei E-Bikes, warum ich noch kein eigenes habe, sind einfach die Preise. Ne? Ich sage halt, wenn man sich ein richtig geiles holen will, so wie Lemke zum Beispiel hat, so, für so ein Fantic-Bike, das ist man ja 5 Riesen los. Das ist halt echt viel Geld. 5.000 Euro, dafür kriegt man schon ja, ein vernünftiges Auto. So, Gangschaltung. Ah, okay, das ist ja krass. Die Gangschaltung arbeitet auch sauber. Okay, haben wir eine Shimano hier dran. Das ist ja was Vernünftiges. So, wieder ein bisschen Feldweg. So, hier fahren wir langsam rüber. Hier habe ich ja schon mal von den Rexroller die Felge zerstört, weil ich voll über die Kante rüber gebrettert bin. So, hier bin ich auch schon lange nicht mehr rüber. Huh. So, jetzt können wir trotzdem noch mal mit dem Gas hier probieren. Ich radel jetzt mal nicht. Okay, ich glaube, dafür muss ich ein bisschen einen kleineren Gang gehen, wenn ich so langsam bin mit dem Gas. Na, jetzt ist schon was anderes. Ja, das mit dem Handgas funktioniert auch ganz gut. Aber wir trampeln lieber wieder selber. Also ich finde, der Motor hat auf jeden Fall gut Power. Ist ganz easy, fährt man hier hoch. Easy game. Also im Groben und Ganzen muss ich sagen, oh, das, jetzt haben wir das Fahrrad aber ordentlich eingesaut für die kleine Fahrt hier. Aber ich finde, optisch sieht es echt gut aus. Die meisten Zuschauer von mir sind etwas jünger. Die stehen noch nicht auf solche Bikes. Ich bin ja mittlerweile schon 32. Ich gehöre zu den bisschen älteren Eisen schon.
Ja, ich sage halt immer so, ja, früher hat man immer nur auf Optik geachtet, scheißegal, wie das Fahrrad ist oder so, sondern man hat immer nur auf Optik geachtet. Aus dem Alter bin ich mittlerweile raus. Ich achte auf andere Sachen, Haltbarkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis. So, das ist mir mittlerweile wichtiger als irgendein Bike, was einfach nur cool aussieht. Mir ist heutzutage wichtig, dass ich von den Sachen, die ich mir kaufe, einen Nutzen habe, dass der Nutzenfaktor hoch ist. Und ich denke mir einfach hier bei dem Bike, ja, ist ein schönes Bike, was man, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach stimmt, sage ich mal. Ja. Klar, ich sag mal, um das jetzt richtig zu testen, müsste man das Fahrrad einfach Langzeit testen. Wie gesagt, ich werde euch unten das mal verlinken. Schaut einfach mal vorbei und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr für den Support auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da lasst. Und ihr könnt ja einfach mal unten in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so ist. Ist es euch wichtig, eher Optik, Bike? Worauf achtet ihr da so? Oder seid ihr auch schon etwas älter und sagt, okay, Optik ist nicht mehr alles. Ich brauche ein Fahrrad, wovon ich Nutzen habe. Schreibt es unten einfach mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was da so für Kommentare kommen. So, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss.